Der Ausbau der Infrastruktur weltweit ist weiterhin ein Riesenthema, natürlich auch im Jahre 2018. Müllentsorgung beispielsweise, Wasser, Abwasser, Logistik, all das wird gebraucht. Überall gibt es Bedarf und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Dr. Dirk Rogowski von Veritas Investment. Herr Rogowski, wie haben sich denn Infrastrukturaktien vor diesem Hintergrund in diesem Jahr entwickelt? Ja, dieses Jahr war wirklich ein gutes Jahr für Infrastrukturaktien. Wenn man sich so insgesamt die Aktienwelt anschaut, dann sieht das ja per 30.06. nicht so schön aus. Im Infrastrukturbereich kann ich sagen, unser Infrastrukturfonds zum Beispiel hat einen Plus von über 2% per 30.06. und die relevanten Indizes, die liegen so bei 0,5-0,6% im Minus, also deutlich besser als die breiten Aktienmärkte. Infrastruktur also eine gute Idee gewesen in 2018. Ihr Fonds investiert ja in erster Linie in Kerninfrastruktur. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ja, das sind all die Unternehmen, die letztendlich dafür sorgen, dass Sie morgens duschen können, dass ich das Licht anmachen kann, dass wir über Straßen fahren können, über Brücken, dass wir mit Eisenbahnen fahren können. Also alle, die wirklich Infrastruktur für uns vorhalten, die interessieren uns. Wie setzt sich denn der Fonds jetzt zusammen und wie finden Sie die aus Ihrer Sicht richtigen Werte, Herr Rogowski? Ja, in unserem Fonds, dort stecken eben diese Kerninfrastrukturwerte drin. Derzeit besonders spannend Eisenbahnen. Das passt allerdings auch zur großen weltwirtschaftlichen Lage, weil wenn wir eine Re-Regionalisierung der Weltwirtschaft erleben, können Eisenbahnen plötzlich wieder eine ganz andere Rolle spielen. Also Eisenbahnen sind momentan der Aufsteiger bei uns im Fonds, Flughäfen hingegen der Absteiger im Fonds. Und wir finden diese Aktien mithilfe unseres eigenen Aktienselektionsmodells, das eben abstellt einerseits auf Quality, auf Value, auf Trendstabilität, dann auf Volatilität, aber eben auch ESG, das heißt Nachhaltigkeit, wobei uns hier insbesondere die Governance, also die gute Unternehmensführung am Herzen liegt. Welchen Beitrag kann denn der Fonds bei der breiten Diversifizierung eines Gesamtportfolios leisten? Das Schöne an Infrastrukturaktien ist, die sind so gut wie nicht korreliert mit den normalen Aktienmärkten. Wenn Sie unseren Fonds nehmen und eine Korrelation ermitteln zum MSCI World zum Beispiel, dann liegt das so im Bereich von 0,25. Also ganz, ganz gering korreliert. Deshalb sind Infrastrukturaktien eine hervorragende Beimischung für ein global aufgestelltes Portfolio. Der Blick auf Infrastruktur im Sommer des Jahres 2018 gemeinsam mit Dr. Dirk Rogowski. Herr Rogowski, herzlichen Dank dafür. Gerne.